Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, hier sind wir wieder vor der Atlantis 3. Diesmal bringen wir etwas anderes in den Weltraum, nämlich 3 geostationäre Satelliten. In Wirklichkeit haben geostationäre Satelliten ein Orbit von 35.880 Kilometern Höhe. In SFS umgerechnet wären das dann 1794 Kilometer. Ja, die Rakete kennt ihr ja schon, muss ich ja nicht unbedingt viel zeigen. Klingen wir einfach mal gleich los. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens ein bisschen geübt, um halt auch die zweite Stufe landen zu können. Mal sehen, ob sich es auszahlt. Los geht's. Noch vom letzten Mal eine Rakete. Hier haben wir ja unsere kleine Raumstation, hier unseren kleinen Satelliten. Und so weit draußen werden unsere geostationären Satelliten sein. Also sehr weit draußen. Ich drehe ein bisschen zu stark. Warte ich mal kurz. Drehe dann weiter. So, 15% in der Erststufe. Zündung der Zweitstufe. Da sind sie auch schon, die 3 kleinen geostationären Satelliten. Immer mal wieder auf die Erststufe gucken. Unser Orbit ist erfolgreich. Jetzt gehen wir zurück zur ersten Stufe. Wieder Eintritt in die Atmosphäre. Vierzehn Kilometern Höhe.
und Zündung. Wir sind auf dem Landeanflug ziemlich schnell, aber werden auch ziemlich schnell langsamer. Und jetzt entfernen wir uns wieder von der Erde. Egal, wir haben noch eine Menge an Treibstoff. Langsam nähern wir uns der Erde. Und gelandet. Ja, wir stehen noch. 3,5% Treibstoff. Sehr gut. Gehen wir jetzt zur Zweitstufe und zum eigentlich spannenden Teil. Wir brauchen nämlich jetzt einen extrem hohen Orbit. Einen extrem hohen Orbit. Deshalb werde ich die ganze Rakete nicht in den hohen Orbit bringen, sondern ich werde die kleinen Düsen, die Kolibri-Düsen von den Satelliten selber nutzen, damit wir auch die zweite Stufe sicher wieder landen können. So, 1500, 1600, 700, nee, 1780, 90, 90, 93. Frag nicht, warum ich das so exakt mache. Schließlich müssen die Satelliten am Ende in derselben Bahn verlaufen, um Jahrmillionen lang die Formation beibehalten zu können. 8, 9, 10. Stopp. Jetzt drehen wir die Rakete ohne RCS-Düsen, weil wir sonst wieder alles verändern können. Dann fliegen wir mal. Und natürlich hat sich wieder geändert, warum auch immer. Das ist mir vorhin auch schon passiert, als ich es versucht habe. Und jetzt sind wir zu hoch. Ach man, ich werde es eh nochmal mit den Satelliten angleichen müssen. So, wir befinden uns an unserer Zielposition. Wir entlassen unseren ersten Satelliten. 100% Schub. RCS-Düsen an. Düse an. Ich mache mal den Schub ein bisschen geringer, damit ich den Satellit besser kontrollieren kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Schub. Wir drehen besser mal einmal kurz um. Stellen das auf eine extrem niedrige Zahl, damit wir wieder runterkommen von den 1800 Kilometern.
Das hier ist noch ein bisschen zu früh. Wir lassen das nochmal eine Runde fliegen. Währenddessen können wir hier unseren Orbit verbessern. Diesmal nur 0,1%. Und na, komm schon. Will nicht. Oha, das war jetzt schon wieder zu viel. Ja, ich will wirklich einen extrem exakten Orbit haben. Das sieht gut aus. So, wechseln wir mal wieder zurück. Nein. Als Ziel setzen, damit wir auch die Bahn im Auge haben. Wir warten jetzt auf einen guten Punkt für den nächsten Satelliten. Der ist jetzt. Das ist ein guter Punkt. So, noch ein bisschen warten. 3, 3, 4, 3, 6, 3, 7, 3, 8. 3, 8 ist genug. Zweiter Satellit entlassen. Und das machen wir dann auch noch mit dem dritten Satelliten. Danach bringen wir endlich die zweite Stufe zurück. Nein, so werde ich das natürlich nicht haben. Da kann ich noch ein bisschen Gas geben. Okay, und das nochmal als Ziel. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder zurück, markieren das jetzt diesmal als Ziel, damit wir wieder eine Bahn bekommen, wo wir hin müssen. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir auch den dritten Satelliten endlich in seine Bahn. Die werden dann eine sehr lange Zeit hier bleiben, in diesem Erdorbit und auch hoffentlich in derselben Formation. Ihr seht schon, das hat so annähernd die Form von einem Dreieck. Genau das ist ja auch geplant. Gut, fliegen wir noch mal rum und bringen dann den letzten Teil noch zu Ende. Nämlich das Landen der Zweitstufe.
Sehr schön. Jetzt machen wir hier die Düse aus, die RCS-Düsen aus. Hier auch. Einfach, weil ich es schöner finde, wenn es aus ist. Die Richtung ist mir eigentlich egal, die drehen sich so oder so um die Erde. Also es wird sich wieder ändern. Und hier haben wir unsere Zweitstufe mit genau ausreichend Treibstoff an Bord. 25% ist noch übrig. Dieses Stück Metall, was da noch vorne dran hängt, nehmen wir mit in die Erdatmosphäre. Einfach um unseren Weltraum nicht zu verschmutzen. Ihr seht, wir haben bisher kein bisschen Müll liegen lassen. Einfach weil wir alles wieder auf die Erde gebracht haben. Oh, ja, ich wundere mich, warum das zu schnell geht. So, 1500 Meter pro Sekunde. Machen das ab. Und das erreicht hoffentlich genug Abstand zu uns. Ja, ich denke mal schon. So, 12%, um die Stufe noch zu landen. Ich denke mal, das schaffen wir. Bei dieser Stufe werde ich diesmal nicht bei 10 Kilometern die Düse zünden. Die ganze Rakete ist so klein, die braucht das gar nicht. Die ist klein genug, die hat genug Luftwiderstand. Also komplett unnötig. Lassen uns jetzt einfach durch die Luft segeln, bis wir auf der passenden Landehöhe sind. Kilometer in Höhe. Langsam vorbereiten für die Landung. Ihr seht, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe immer noch 12% Treibstoff und kann ganz leicht die Stufe landen. 1,5 Kilometer. Zündung. Hoffentlich klappt es diesmal. Wir sind ziemlich schnell unterwegs. Aber wir werden sehr viel langsamer. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben auch endlich die Zweitstufe gelandet mit sagenhaften 7,1%, mein neuer Rekord. Als ich es geübt habe, da hatte ich gerade mal 0,5%. Und jetzt genießen wir hier die Aussicht. Wenn diese Mission, ja, wir haben es in die obere Atmosphäre erreicht, die Atmosphäre verlassen, die obere Atmosphäre wieder erreicht. Die untere Atmosphäre erreicht und sicher, ohne irgendwelche Schäden, es hierhin geschafft. So, die Mission beenden wir auch mal. In etwa genau dasselbe, nur einen schwachen Erdorbit noch dazu gepackt, einen Abstieg zum schwachen Erdorbit und auch sicher gelandet. Und mit diesen drei wunderschönen Satelliten sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.